schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Willkommen zu einer Sendung, in der wir uns auf das Gespräch mit einer Frau freuen, von der die meisten nicht wissen, dass sie zum Beispiel Germanistik und Anglistik studiert hat. Dass sie zum Beispiel von Forbes regelmäßig unter die 100 einflussreichsten Frauen Deutschlands gewählt wird. Und dass sie mal, Achtung, besonders wichtig, Vierte bei der ersten deutschen Trampolinmeisterschaft war. Nein, es war ein kleiner Versprecher, der mal eine beispiellose Medienkampagne auslöste. Aus Schalke 04 wurde Schalke 05. Und es war ein Buch, das sie schrieb, das erst zum Skandal und dann zum Bestseller wurde, mit dem schönen Titel Urin, ein ganz besonderer Saft. Herzlich willkommen der Bestseller-Autorin Carmen Thomas. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Sie sagen von sich, Frau Thomas, ich bin Spezialistin dafür, dass Menschen mehr über ihre eigene Wirkung wissen und erfahren. Wie geht das? Wie erfahren wir was von unserer Wirkung und wie können wir die möglicherweise auch steigern, wenn sie nicht da sein sollte? Das ist ja ein blinder Punkt. Kein Mensch weiß, wie er wirkt. Sie wissen, wie sie wirken möchten, aber ob sie das schaffen, brauchen sie die Spiegelung in den Augen anderer. Und das ist, was ich schon lange betreibe. Also was ich auch im Sportstudio, übrigens mit Niki Lauda, weiß ich noch, dessen Ausstrahlung, der war nämlich auch mal mein Gast, kurz bevor er verunglückte, habe ich ihm ein langes Leben gewünscht, was er sehr zynisch gefunden hat damals, nicht wissend, wie nah dann doch der Tod gewesen ist. Und ich bin auch in so einem Simulator mal gefahren und habe mal ausprobiert, wie das eigentlich ist, wenn man Rennfahrerin ist. Und das war sehr spannend. Aber das ist ein anderes Thema. Das mit der Ausstrahlung beschäftigt mich schon viele Jahre, weil ich gemerkt habe, dass Menschen immer, wenn sie in der Öffentlichkeit sind, verändern sie sich. Weil sie Lampenfieber haben, zum Beispiel Männer kriegen hier Gänsehaut und Menschen kriegen unglaubliche Symptome, Leberzucken und Lefzen, Zittern und sowas alles. Und zu wissen, wann bin ich aufgeregt und wann bin ich bei mir und wann bin ich vor allen Dingen authentisch. Und ich versuche, Menschen klar zu machen, und ich coache schon seit 35 Jahren im Hintergrund meiner Arbeit Menschen in Spitzenpositionen in der Wirtschaft und in der Politik vor allen Dingen, dass immer dann Menschen was bewirken können, wenn sie was über ihre Wirkung wissen, sie sich deren bewusster sind und sie auch das verantworten, was ihre Wirkung ist. Also zum Beispiel einmal einerseits als Person, aber vor allen Dingen auch mit dem, was und wie sie tun. Beispielsweise Sendungen führen ja dazu, dass ich entweder als Person ein strahlender Mensch bin oder dass ich mit den Sendungen auch irgendwas bewirke. Das heißt, dass ich an der Wirklichkeit was verändern kann. Und ich glaube, dass das so eine große Chance wäre, in den Medien mehr darauf zu achten, dass sich wirklich was bewegt. Und zwar in eine Richtung, die die Menschen nicht nur verzweifelt macht. Weil jetzt ist das ja so, dass dieser Katastrophenjournalismus, wo vor allen Dingen fokussiert wird, dass alles furchtbar ist, die Menschen total mutlos macht. Und ich glaube, sie brauchen ein Stück Hilfestellung und auch ein Stück Ermutigung zum Bewirken und Wirklichkeit verändern. Interessant, was Sie da sagen. Das ist auch etwas, worüber wir häufig in der Redaktion sprechen, dass wir sagen, wir versuchen eigentlich, die Menschen abends mit einem dicken Grinsen im Gesicht ins Bett zu schicken. Wenn wir das geschafft haben, ist eigentlich der Job erledigt. Also Sie haben das vorhin geschafft und Sie haben das geschafft. Weil Sie haben Menschen Mut gemacht. Sie haben gezeigt, dass wenn man verzweifelt ist, dass man nicht verzweifelt bleiben muss. Und sowas finde ich ganz tolle Beispiele. So, und Sie sagen, Frau Thomas, Sie haben oder coachen immer noch Führungskräfte, also da reden wir über die Top-Management-Ebene, Politiker, haben Sie eben gesagt. Kann man da mal einen Namen hören oder ist das alles sehr diskret? Also es gibt einen einzigen, über den ich reden darf. Der frühere Bundespräsident Köhler hat mich mal angerufen und hat gesagt, er fände es so schrecklich, dass seine Besuche in der Region immer nur mit einem Foto mit ihm enden würden. Und er fände irgendwie besser, er würde was bewirken und was Wirkungsvolleres hinterlassen und ob ich mir da was ausdenken könnte. Und dann hat er mich mitgenommen auf seinen Staatsbesuch in die Oberlausitz. Da habe ich gesehen, wie die das machen. Dann habe ich mir was Neues ausgedacht. Und in Nordrhein-Westfalen bei seinem Staatsbesuch ist das dann auch umgesetzt worden. Er war dann in der Moderationsakademie, die ich seit 15 Jahren leite, als Gast und hat dort die Leute, die er besucht hat, nämlich innovative Unternehmer und Leute, denen es eigentlich dreckig geht, die aber Modelle liefern, dass man nicht im Dreck stecken bleiben muss, die sie sich dort getroffen haben. Und als der wirklich revolutionäre Schritt, den ich ausgedacht habe, passiert,
passieren sollte, hat er leider den Schritt in die falsche Richtung gemacht, der bekannt ist. Ist zurückgetreten, ja, sozusagen. Und die Gründe liegen im Grunde bis heute so ein bisschen im Dunkeln. Man weiß nicht so genau, warum er das gemacht hat. Da wird viel drüber spekuliert. Und ich sage das nur deswegen, weil ein Teil ihrer Arbeit ja ganz offenbar auch ist, Menschen, die aus welchem Grund auch immer in eine Form von krisenhafter Situation geraten, dabei zu helfen, diese Krise zu bewältigen, also Krisenmanagement. Wenn Kompostieren nenne ich das. Dung zu Dünger machen, aus jedem Fleck ein Blümchen, ja, aus Schrott Steigbügel und aus jeder Verletzung wie eine Auster eine Perle machen. So, und hat das auch, Frau Thomas? Hat das auch mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun, ist die große Frage. Hat das was zu tun mit diesem 21. Juli 1973, mit diesem Sportstudio? Sie waren die erste Frau, die das Sportstudio moderiert haben. Hat das damit auch zu tun? Also nicht wirklich. Also das wird ja immer so aufgeblasen im Nachhinein. Also letztens hat endlich ein Mann mich verstanden. Johannes, wie heißt der nochmal? Ich kenne ihn nur mit seinem Vornamen. Der beim NDR auftritt als Kabarettist, der hat mich verstanden. Der hat nämlich gesagt, dass er kapiert hat, dass Frauen immer eins besser sein müssten als Männer. Und das heißt, ich war einfach eins besser als Männer. Das war wirklich die Idee, die dahinter war. Und die fand ich ganz glänzend. Johannes Schlüter heißt er, glaube ich. Johannes Schlüter, okay. Ja, genau. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also ich sag mal, Schalke 05 ist nicht zwangsläufig besser als Schalke 04. Ist eins besser, das hören Sie doch. Ja. Aber diese Geschichte, ja. Ich glaube, das Wichtige ist zu erkennen, dass man Sachen ja einfach mit Humor nehmen kann. Ja. Und dass das in meinem Leben ja so eine kleine Geschichte war, genau, die einfach auf einer Kampagne der Bild-Zeitung beruhte. Die haben das 18 Tage nach dem Versprecher auf der Seite 1 getitelt. Daran merkt man ja, dass da irgendwas anderes dahinter war, weil diese Zeitung erscheint ja eigentlich täglich. Und deshalb habe ich einfach gelernt, wie kann ich solche Sachen einfach nutzen, meinen Journalismus zu verändern und seriöser zu machen. Mhm. Dass ich so viele Bücher geschrieben habe. Ich habe ja 15 Bücher geschrieben. Genau, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Sehr, sehr, sehr erfolgreiche Bücher. Aber auch da gibt es eins, mit dem Sie in allererster Linie verbunden sind. Kommen wir gleich noch mal dazu. Mhm. Weil es auch ein faszinierendes Thema ist und so ein Tabubruch letzten Endes auch in der damaligen Zeit war. Wenn Sie sagen, ich bin im Grunde darauf reduziert worden, auf diesen kleinen Versprecher. Wir haben uns das auch noch mal angesehen, wollen das jetzt auch gar nicht weiter vertiefen. Das ist tatsächlich so ein... Ja, machen wir auch nicht. Nee, genau, auch ganz bewusst nicht. Das ist so ein Lapsus Linguae, würde man heute sagen. Das kommt denen so über die Lippen. Und da gibt es auch ganz viele Fünfen, die da in der Anmoderation eine Rolle spielen. Und plötzlich sagen sie einfach dann Schalke 05, so wie man das manchmal so sagt. Und es fällt ihnen dann auch auf, sie korrigieren sich auch. Und damit ist eigentlich der Drops gelutscht. Es ist klar, es ist ein... richtig aufgeregt. So, das war die fünfte Sendung. Ja. Ne? Aber die zweite Sendung, da haben wir was gefunden. Ja, das war echt eine Heldentat, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit genau sagen darf. Das so, war wirklich und da schauen wir jetzt mal rein, muss man vorher ein bisschen erklären. Sie haben im Grunde ganz klar und deutlich darauf hingewiesen, dass die Kritik für diese Sendung, die Sie jetzt gerade machen, bereits in der Zeitung steht und somit schon geschrieben ist. Und ich aus der Bild-Zeitung den Tipp bekommen habe, das so, muss man auch mal sagen. Ne? Wir schauen mal rein, bitteschön. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wer uns heute Abend zuschaut, wohnt entweder an einem karnevalistisch unterentwickelten Ort oder ist ein wirklicher Sportfan. Dementsprechend haben wir dann auch unser Programm für heute gestaltet und werden erstmal den Karneval aussperren. Wer trotzdem heute zu einer Veranstaltung gehen möchte und keine Zeit hat, uns zuzusehen, der kann sich bereits jetzt vor der Sendung eine große deutsche Sonntagszeitung kaufen. In der können Sie dann auch nachlesen, wie ich heute Abend sein werde. Der Autor hat also geschrieben, dass ich also unsicher wirkte und dass auch meine sportlich-journalistischen Fähigkeiten wohl nicht ganz ausreichten. Wissen Sie, ich habe irgendwo Verständnis dafür. Denn wahrscheinlich wollte der Kollege gerne heute Abend in der rauschenden Faschingsstadt Hamburg gerne auch mal richtig auf die Tube drücken. Und wahrscheinlich hat er deshalb schon am Dienstag diesen Artikel verfasst. Sehr interessant. So.
Das ist mutig. Wissen Sie, warum das so mutig war? Weil ich war die Einzige, die dafür war, das zu tun. Alle haben mir abgeraten, haben mich gewarnt, haben gesagt, wenn leg du dich die mit denen zum nicht Feind an. Hast, dann hast du ein Problem. Was ja auch stimmte, weil die haben dann viele Jahre haben die gegen mich geschrieben, bis ich die immer der Lüge bezichtigt habe. Dann hatten sie ein Berichtsverbot und inzwischen ist also Gott sei Dank irgendwie Ruhe. Mhm. Aber es war eine wirklich interessante Sache, weil es ging in Wahrheit um ganz andere Nebenschauplätze dabei. Ja, es ging vor allen Dingen auch um die Frage, darf eine Frau in diese Männerdomäne Nein, Sport nicht oder nicht? Nein, das war im Worum Hintergrund. Ging's denn dann? Es ging darum, dass Hajo Friedrichs in der SPD war und als Politikredakteur in diese unglaublich gesuchte Position als Hauptabteilungsleiter Sport kam und der CDU-Mann, der das nicht geworden war, der hat einfach das versucht, auf diese Weise zu rächen. Friedrichs hat ja dann ein paar Mal noch mehr so Quertreiberinnen wie mich, also dass er Leute aus der Politik geholt hat. Also der hat das ja gezielt gesagt, dass jetzt Sport mit Intelligenz gepaart würde und der 1:0-Journalismus aufhörte. Da haben sich meine Kollegen natürlich super auf mich gefreut. Aber egal, also es war eine wirklich bedeutende Erfahrung für mich, ja, vor allem, weil das, was ich wirklich machen wollte, dass ich eine Sendung nach meinem Herzen machen wollte, das ist dann auch gelungen. Genau. Weil mit Hallo Ü-Wagen habe ich ja dann wirklich was getan, was meinem Inneren entsprach. Muss man auch mal jüngeren Menschen hier im Studio möglicherweise erklären. Hallo Ü-Wagen, kann man sagen, die erfolgreichste Radiosendung, die dieses Land jemals gehört hat? Schmeichelt mir. Ich aber so. Glaube, dass es ist so. Über viele, viele Jahre. Und Sie haben da, im Grunde haben Sie interaktives Radio damals schon gemacht und haben die Zuhörer sozusagen beteiligt an dem, was sie gemacht haben, haben es gewagt, ganz brisante Themen anzupacken, haben auch immer wieder Tabus verletzt dabei, auch ganz gezielt. Und irgendwann ging es in einer dieser Sendungen um Windeln und um den Inhalt dieser Windeln. Ist das richtig? Ja, nicht um den Inhalt, sondern um die Mache von Windeln. Also das ich hatte eine Hebamme interviewt und die wickelte Babys in unbehandelte Schafwollwindeln mit so einer Mullbinde drin. Und dann dachte ich, und die durften nicht gewaschen werden. Ich dachte, was für eine Sauerei. Und dann habe ich mir eine Sendung über Stoffe gemacht und dann über Windeln. Und dann schrieb eine Frau sowas Ekelerregendes, demnächst würde ich noch eine Sendung über Pisse machen. Da dachte ich, ey, ich habe die Frau recht. Ja. Ich hatte gerade eine sehr erfolgreiche Sendung über Spucke gemacht, ja. Nämlich was das für ein unglaublich brisanter Saft im Mund ist. Ja. Da dachte ich mal gucken, was eins tiefer ist. Ne? Ja, sehr gut, ja. Ist das ein Aufreger, über Spucke zu reden? Ja. Warum? Nichts darüber wissen. Es ist so unbekannt. Und es ist eigenartig, wenn man Leute sagt, spuck mal in das Glas und trink das, dann ekeln die sich davor, obwohl die eine Sekunde vorher die Spucke im Mund hatten. Das heißt, wir haben so viel Ekel gelernt. Und als ich dann diese Urinsendung machte, habe ich gedacht, die haben alle nicht alle eine Waffel, als ich erfuhr in den Recherchen, was Leute immer schon mit Urin gemacht hatten. Mhm. Also nicht nur in der Wundheilung, sondern auch in der Landwirtschaft und als Putzmittel und als Behandlung von Leder und von allem Möglichen. Und ich dachte, das ist ja unglaublich, die haben sie nicht mehr alle. Also gerade mal da hinten ein bisschen Reaktionen in den Gesichtern zu lesen, wenn das Wort Urin so fällt beispielsweise. Wann war das? Von welchem Jahr reden wir? Ja, das ist ja total witzig. 15 Jahre auf den Tag nach dem Schalke 05 ist die Urinsendung gewesen. Das habe ich aber jetzt erst, nachdem dies 25 Jahre her war, habe ich das erst gemerkt. 88 das ist dann. Nicht? 88, ja. Genau. Und damals war das wirklich ein Sakrileg, darüber zu sprechen. Aber ich bin selbst ein Opfer dieser Sendung geworden, weil da waren lauter Leute in Bad Münstereifel am Pisseturm, am Sekturm, so heißt der. Ne? Ja. Da wurde nämlich immer der Urin hingebracht, der von den Münstereifler Bürgern gesammelt wurde, weil damit konnte man nur früher Stoffe färben, ging nur mit Urinbehandlung. Und auch Walken ging nur mit Urin bis vor 150 Jahren. Urin ist die älteste Seife der Welt, das wissen die meisten Leute gar nicht. Das ist wahr. Interessant. Okay. Ja, wie kann man eine Stunde in einer Sendung über drei Stunden nur über Urin? Ja, und ich habe schon 4 Bücher darüber geschrieben, ja. Weil es ein atemberaubendes Thema ist. Ja. Ja. Larissa, lass dir gesagt sein.
Ich glaube, die hätten im Urwald deutlich besser gerochen, wenn sie öfter mal sich mit Urin ein wenig gereinigt hätten. Ja, zweitens hätten sie alle Piekser, die sie abbekommen haben, hätten sehr genützt. Also, weil Urin ist derartig in allen Kulturen zu jeder Zeit, ich habe das auch am Anfang nicht geglaubt. Aber nun bin ich 25 Jahre zwangsbefasst mit dem Thema, weil nachdem ich die Sendung gemacht hatte, bin ich aus der ganzen Welt eben überschwemmt worden. Ja. Das Buch ist in 7 Sprachen übersetzt worden. Aber das Dollste ist ja dieses Energiethema, das sich seit letztem Jahr daraus entwickelt hat. Heißt? Handystrom wird aus Urin gewonnen. Es werden Batterien mit Urin betrieben. Generatoren, die Glühbirnen ans Leuchten bringen, mit Urin betrieben. Aber wir pinkeln morgens nicht auf den Akku, sondern wie läuft das dann? Ich denke, man muss demnächst sozusagen statt Nespresso, dass man in sein Badezimmer ein Gerät hat, wo man, es ist wirklich kein Traum, ja, wo man demnächst seinen Föhn und seinen Rasierer und seine elektrische Zahnbürste mit der Energie aus der eigenen Blase betreiben kann. Absolut. Also, wir machen Folgendes. Wir unterhalten uns nochmal sehr speziell, sehr lange, sehr intensiv nur über Urin. Wir beide, hier in dieser Sendung. Das finde ich. Und dann reden wir mal ganz ernsthaft unter Jürgen. Was sind das sehr interessant? Wie habt ihr euch denn sauber gehalten da im Urwald eigentlich? Wasser. Wir hatten so eine Dusche morgens. Gut, aber sauberes Wasser und Seife und all das, was man da so braucht? Nee, das war nicht wirklich sauber, aber also ich habe jetzt nicht dran gedacht, ob ich sauber bin oder nicht. Darf ich noch eine Bemerkung? Auf der ISS jetzt gerade trinken die Astronauten ihren gefilterten Urin. Hättet ihr auch machen können. So.